Gerne, der Hausherr. Das ist die schöne Lilien. Ich freue mich. Sie tun mal wieder was für die jungen Künstler? Lieber Schmidt-Lafontaine, die Künstler sind nicht nur jung, sondern auch begabt. Bitte. Glaubst du, dass du deinen Mann darauf ansprechen kannst? Ich weiß nicht, du. Es ist, soweit ich das beurteilen kann, ja wirklich nur ein momentaner Engpass. Ich werde mal sehen. Ja, aber bitte. Ist eine Entscheidung gefallen? Fritz, ich bitte dich. Dies ist doch nicht der Zeitpunkt für Geschäfte. Ich fürchte, du wirst auch später nichts davon hören wollen. Du entschuldigst mich bitte, ja? Sag mal, stimmt das? Man erzählt, deine Firma sei in finanziellen Schwierigkeiten. Das ist doch Unsinn. Die Absatzkrise ist saisonbedingt. Aber bevor du neue Aufträge kriegst, brauchst du Kredit, um über die Runden zu kommen. Wie kommst du denn auf so etwas? Es ist alles in Ordnung. Du weißt ja, es ist eine Flaute in fast allen Branchen. Bis auf Autos. Ich habe leider keine Autofabrik. Das scheint doch zu stimmen. Meine Damen, meine Herren, liebe Freunde, nach der kurzen Sommerpause findet nun wieder jeden Freitag in meinem Haus ein Musikabend statt, zu dem ich Sie heute sehr herzlich begrüße. Ich habe heute Abend die Ehre, Ihnen die Herren Hermann, Spindler, Fessler und Heim vorzustellen, alle Absolventen der Musikhochschule. Wir hören heute Abend Mozarts Streichquartett in G-Dur, Köchel-Verzeichnis 156. Was für Sie tun? Nein, nein, danke. Ich weiß nicht. Ich glaube, Gregor drückt sich. Arno, komm mal her. Bist du verrückt? Doch nicht alles. 2000, das reicht. Scheckheft? Bea, wie oft soll ich dir noch sagen, wir nehmen nur, was nicht auffällt. Ein Scheckheft ist doch viel zu heiß. Komm. Hm.
schwarz auf weiß. Der war wird auf eigene Rechnung. Der muss verrückt geworden sein. Wir schnappen ihn, wenn er rauskommt. Der Boss wird sich freuen. Wer sind die denn? CN 1589. Verstehst du das? Noch nicht ganz. Wir warten ein bisschen, dann schau ich nach. Liebe Gäste, nach diesen musikalischen Genüssen, die Leiblichen, darf ich Sie zu Buffet bitten. Sagt er, ist pleite. Guck mal. Ja. Ich glaube nicht, dass Sie ihn finanziell so strapazieren. Oder meinen Sie, der Schmuck sei echt? Glauben Sie denn, sie ist echt? Was? Ich dachte, das gibt's nur in schlechten Filmen, dass eine Maltänzerin in einem Nachtclub gewesen ist. Aber das ist doch ein dummes Gerücht, das war sie ja gar nicht. Im Gegenteil, sie hat sehr viel in die Ehe mitgebracht. Tot. Meinst du die beiden von hinten? Na, wer denn sonst? Es war wirklich wieder mal ein Hochgenuss, Gregor. Der Lachs oder der Mozart? Ach, ich würde sagen, beides. Wollt ihr wirklich schon gehen? Ja, wir wollen morgen sehr zeitig zum Golfturnier nach Kitz fahren. Oh, aber Montag zu meiner Geburtstagsparty, da kann ich doch mit euch rechnen. Aber selbstverständlich. Wir werden noch nur ein kleiner Kreis sein. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gregor. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Wenn du mir nicht hilfst, weiß ich nicht mehr weiter. Ja, und wenn ich dir helfe, steht mir das Wasser bis zum Hals. Ich habe einen Aufsichtsrat, vergiss das nicht. Ich muss dir doch nicht erklären, dass ich dem Rechenschaft schuldig bin. Bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung vergeht ein halbes Jahr. Bis dahin ist bei mir wieder alles in Ordnung. Es liegt doch alles nur an dir. Du kannst es durchsetzen. Fritz, Freundschaft ist eine Sache, Geschäft eine andere. Es tut mir leid. Aber
Willen. Der Mann ist tot. Du hattest recht. Er arbeitete tatsächlich auf eigene Faust. Das heißt, er arbeitete. Bist du verrückt? Ich habe gesagt, Denkzettel. Ich habe nicht gesagt, dass du ihn aus dem Verkehr ziehen sollst. Habe ich ja nicht. Das haben andere gemacht. Ein Bub und ein Madel. Was? Ein Junge und ein Mädchen. Die Autonummer habe ich auch. Soll ich mich drum kümmern? Ja, was denkst du denn? Dem Kerl werden wir einen Denkzettel verpassen. Ihr könnt euch was bestellen. Vielleicht kannst du vorher deinen Hut abnehmen. Köster, mein Kollege Heimann, zwei Herren vom Erkennungsdienst. Ja, darf ich Sie weiter bitten? Meine Frau. Guten Abend, meine Frau. Guten Abend. Köster. Ja, wir haben vielleicht einen Schrecken gekriegt. Wir kommen nach Hause und bitte sehen Sie doch selbst. Hier, keine Ahnung, wie der hier reingekommen ist. Na, das werden wir dann schon feststellen. Mit der Pfeffermühle. Das ist neu, das hatten wir noch nicht. Haben Sie ihn überrascht? Wie bitte? Nein, nein, der Mann lag schon hier, als wir nach Hause kamen, nicht wahr, Brigitte? Ja, ich habe ihn zuerst gesehen. Vermissen Sie irgendetwas, Wertsachen oder so? Nein, auf den ersten Blick nicht. Und auf den zweiten? Dazu sind wir nicht gekommen. Das verstehe ich, aber bitte schauen Sie gelegentlich nach, ob irgendwas Wertvolles fehlt, ja? Ja. Tja, den vom Einbruchsdezernat dürfte nicht unbekannt sein. Schau mich nicht so an! Ich bin gleich wieder ruhig. Willst du nicht auch? Nein! Du weißt, ich will runter! Bist du denn sicher, dass du den Absprung schaffst? Ich meine, du brauchst es doch immer öfters. Natürlich schaffe ich es. Aber ich will noch nicht. Ich muss es erst wollen. Wenn ich will, geht es. Willst du noch einen Schlüssel? Ja? Bist du wahnsinnig? Weißt du nicht, was passiert ist? Ich habe einen Mann erschlagen. Bea. Verstehst du? Wenn ich schon wieder bei jemandem was klaue, der gerade bei meinen Eltern eingeladen ist, das muss doch mal auffallen. Wir sind doch ganz vorsichtig. Wir nehmen wie immer. Nur ganz wenig. Arno, bitte. Es war mein letzter Schuss. Also, heute Abend, ja? Ich kann Ihnen sagen, heiß und kalt ist es mir über den Rücken gelaufen. Und die Polizei? Na, die dachten doch zuerst, ich hätte den Kerl erschlagen. Ich? Ausgerechnet ich, das stellte sich mal einer vor. Ich habe zu meinem Mann gesagt, steh nicht so rum, ruf die Polizei. Ja, ja, das starke Geschlecht. In den schwierigen Situationen des Lebens sind es immer die Frauen, die Nerven bewahren. Nein, das merkt er doch sofort, wenn da eine fehlt. Glaubst du, der kontrolliert das jeden Tag? Ach.
20. Da kriegen wir was dafür. Meinst du? Natürlich. Komm. Darf ich dich einen Augenblick allein sprechen? Entschuldige, aber ich muss mich um meine Gäste kümmern. Ich bin doch auch Gast in deinem Hause, oder nicht? Ich weiß doch, was du willst. Ich habe dir gesagt, ich kann dir im Augenblick nicht helfen. Hm. Ich glaube doch. Ich werde dich überzeugen. Bitte? Ja, bitte komm in den Augenblick mit hinaus. Also gut. Es ist einem aber schwer, nett zu bleiben. Also? Du kannst mir glauben, es fällt mir nicht leicht, so zu antichambrieren und zu etwas gezwungen zu werden, was ich nur aus größter Not tun muss. Fritz, was soll das? Wovon redest du? Du bist überarbeitet. Bitte glaub nicht, ich wäre so skrupellos, dir nicht zu helfen. Ich weiß es, du bist ohne deine Schuld in die Situation geraten, aber ich kann dir einfach nicht helfen. Ich möchte dir etwas zeigen. Was soll das? Wir werden uns vielleicht noch einen Augenblick gedulden müssen. Ich vermute, er wird die Schlüssel, die er vorhin aus meinem Mantel gefischt hat, jetzt zurückstecken. Willst du es dir jetzt nicht doch überlegen? Das ist doch kein Risiko für dich. Bitte hilf mir. Es ist allgemeiner Aufbruch. Willst du dich nicht von den Gästen verabschieden? Ach, bitte entschuldige mich bei Ihnen. Damit, dass er deine Schlüssel genommen hat, ist doch nichts bewiesen. Meinst du? Und der Tote bei Petzold am Freitag? Glaubst du, dein Sohn macht das mit dem Schlüssel zum ersten Mal? Du erpresst mich also. Ja. Ich habe keine andere Wahl. Du hilfst mir, ich helfe dir. Also eine Chance für uns beide. Entschuldigt bitte. Fritz, wir sind die Letzten. Ja, ich komme schon. Ich brauche ja nichts mehr dazu zu sagen, wenn du schon alles weißt. Arno, warst du am Freitag in Petzolds Haus? Wie kommst du denn darauf, dass Arno da die Mäntel... Ich habe ihn gesehen. Und nicht nur ich. Dann zeig mich doch an. Ja, zeig mich an! Oder hast du Angst um deinen guten Ruf? Wohl mehr um den Ruf der Bank. Arno, ich habe Angst um dich. Brauchst du nicht. Junge, wir wollen dir helfen. Das kenne ich schon. Ihr wollt mir immer nur helfen. Ich soll nur das machen, was ihr wollt und nicht das, was ich will.
gratuliere dir zum Geburtstag. Arno! Was suchst du denn? Ich weiß nicht. Bitte? Ja, ich suche etwas, was wahrscheinlich nicht mehr da ist. Muss ich das verstehen? Nein, das musst du nicht. Glaubst du es wirklich, dass Kerner dir helfen wird? Ja, das glaube ich. Jetzt schon. Wieso so plötzlich? Wie hast du das erreicht? Mit Psychologie. Ja, ich gehe jetzt schlafen. Ja. Ja. Gute Nacht. Schön, dass du da bist. Mir geht's so gut. Mir auch. Mein Vater weiß alles. Was hat er gesagt? Du bist vielleicht gut. Was hat er gesagt? Ich meine, macht er Schwierigkeiten? Schwierigkeiten? Wahrscheinlich nicht. Wenn das rauskommt, dass ich ein Mörder bin, ist er auch erledigt. Siehst du? Deswegen sage ich immer, diese Welt ist nicht zum Aushalten. Sie macht einen kaputt. Man muss in die andere. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie beim Frühstück störe. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob Herr und Frau Petzold am Freitagabend hier bei Ihnen waren. Ja, Freitag und gestern auch. Von wann bis wann? Etwa 8 bis 11. Aber Sie sind doch sicher nicht nur hier wegen des Alibis der Familie. Nein, nein. Wissen Sie, es ist nur so, Herr Petzold hat erst gestern, 3 Tage nach dem Einbruch, ganz zufällig, wie er sagt, den Verlust von etwa 8.000 Mark und seines Scheckbuchs und der Scheckkarte entdeckt. Nun gibt es natürlich Leute, die haben so viel Geld rumliegen, dass sie gar nicht merken, wenn eine Kleinigkeit fehlt. Aber eigenartig ist das Ganze schon nicht. Worauf wollen Sie hinaus? Dass Herr Petzold selbst... Nein. Wissen Sie, das Geld interessiert mich nicht annähernd so wie der tote Mann. Ich verstehe. Aber das ist Ihr Job, nicht mein. Ja, sicher. Nee, Frau. Und was haben Sie sich vorgestellt? So 800? Moment bitte. Stell dir vor, er will nur 800 dafür. Das hatten wir doch mal. Ja, ja, natürlich. Das haben wir vor ungefähr 2 Jahren an diesen Fabrikanten verkauft, an den Bruckner. Huckner. Ja, ja, an den Huckner. Naja, vielleicht hat das weitergegeben. Also ich gebe ihm 1.000 dafür. Gut. Was soll denn da alles? Ich geh schon. Au! Was ist denn los? Ich kann dir auch jetzt nichts anderes sagen als heute früh am Telefon.
Nachdem der Kreditausschuss schon zweimal deinen Kreditantrag abgelehnt hat, brauche ich Zeit, um diese Entscheidung zu ändern. Du musst mir unter allen Umständen diesen Kredit verschaffen, und zwar sofort. Auch wegen meines Sohnes werde ich nicht etwas tun, was den guten Ruf dieser Bank gefährdet. Was musst du wissen, was dem Ruf dieser Bank mehr schadet? Ein, deiner Meinung nach, riskanter Kredit oder Generaldirektor Kerner, Vater eines Mörders? Also, was ist? Und du meinst, es ist unbedingt nötig? Es ist einfach richtig. Aber wenn es ein gestohlenes Buch ist, da haben wir um 1000 Mark minus. Ja, das hätten wir uns vorher überlegen sollen. Der Huppner ist ein alter Kunde von uns. Mit dem haben wir sehr viel Geld verdient. Nein, nein, wir müssen ihn fragen. Hier, Brosch, kann ich bitte Herrn Huppner sprechen? In welcher Angelegenheit? Herr Huckner ist in einer Besprechung. Gut, ich will es versuchen. Moment bitte. Herr Brosch möchte Sie sprechen wegen eines Buches. Verbinden Sie. Herr Huckner, entschuldigen Sie bitte die Störung, aber ich habe nur mal eine Frage. Uns wurde heute die Erstausgabe 1826 Hölderlins Gedichtband angeboten. Vermissen Sie diese Rarität? Nein, wie kommen Sie darauf? Naja, Sie haben es vor circa 2 Jahren bei uns gekauft. Ach ja, richtig. Ich habe das Buch verschenkt. Was ist denn los? Ja, nicht hier. Bitte. Du überfällst mich hier einfach. Wir haben doch vorhin alles besprochen. Dein Sohn hat gestern Nacht ein äußerst wertvolles Buch von mir gestohlen und ist heute in einem Antiquariat verkauft. Der Buchhändler hat mich vorhin angerufen, weil er weiß, dass das Buch aus meinem Besitz stammt. Was hast du dem Mann gesagt? Dass ich das Buch verschenkt habe. Ich hatte aber den Eindruck, dass er es nicht so recht glauben wollte. Er wird die Sache umso schneller vergessen, je günstiger er es wieder verkauft. Der Billige hat vielleicht Nerven. Weißt du, was der sagt? Ich soll mir doch erstmal die Kollegen von dem toten Einbrecher vornehmen. 1000 Jahre Knast schauen dich an. Ich hab's ihm gesagt, was soll denn dabei rauskommen, wenn einer von denen ihn fertig gemacht hat? Die halten doch dich. Oder? Dachten Sie an Daumenschrauben? Da guckt er mich so an. Sie werden auch gleich so gucken. Der Mann wartet immer noch auf Sie. Welcher Mann? Der Sie vorhin sprechen wollte. Unter Zusicherung der Diskretion. Er wartet da nebenan. Ja, dann lasse ich ihn bitten. Herr Westow, Herr Köster lässt jetzt bitten. Guten Tag, Köster. Guten Tag, Westow. Ihr Mantel bitte. Nein, bitte nehmen Sie noch Platz. Danke. Was kann ich für Sie tun, Herr Westow? Ja, zunächst meine Hinweise vertraulich behandeln. Ich bin, ja, wie soll ich sagen, ich... Versuchen Sie es doch mal von Anfang an, Herr Westorp. Vertraulichkeit kann ich Ihnen übrigens nur versprechen, wenn Sie nicht von mir verlangen, eine Straftat zu decken. Nein, nein, darum handelt es sich nicht. Es ist so, ich bin geschäftlich mit dem Bankdirektor Kerner verbunden, kann mir also keine... Kerner? Ja. Ich kann mir also keine Indiskretion erlauben, besonders wenn sie nur auf Mutmaßungen beruhen. Ja, also bis vor einiger Zeit waren meine Frau und ich auch eingeladen, wenn Herr Kerner Musikabende gab. Das gilt etwas, wissen Sie, gesellschaftlich. Ja, und warum er mich dann plötzlich nicht mehr einlud, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ja, das ist sehr betrüblich für Sie, Herr Westorp. Und? Ja, vor Monaten schon vermisste meine Frau einen Ring, als wir von Kerners zurückkamen. Ich meine, zu Hause, aus ihrer Schmuckschatulle. Er war nicht einmal besonders wertvoll, aber meine Frau liebte ihn. Ein altes Erbstück. Na ja, er war weg. Wir verdächtigten schon die Putzfrau zu Unrecht wohl, glaubten dann, ihn einfach verlegt zu haben. Aber er tauchte nie wieder auf. Ja, und... Als ich jetzt erfuhr, dass bei Petzold sein Einbrecher ums Leben gekommen ist, während diese bei Kerners eingeladen waren... Sie glauben, da einen Zusammenhang zu erkennen? Ja. Oder kann das Zufall sein? Meine Bitte ist eben nur, dass... Dass Ihren Namen aus dem Spiel hast du klar gemacht, Herr Westorp. Vielen Dank. Es ist möglich, dass Sie mir sehr geholfen haben. Ja, wenn es um ein Menschenleben geht? Ja, natürlich. Wenn es um ein Menschenleben geht und er wird nicht mehr zur Kammermusik eingeladen, es wird interessant, Heimann.
Jetzt stehen wir schon fast eine Stunde hier rum. Was soll das für einen Sinn haben? Nur weil der Junge mal beim Rezeptschwindel geschnappt worden ist und Verstoß gegen das Rauschgiftgesetz, mein Gott. Was ist das heute schon? Außerdem hat ihn doch Herr Kerner gesagt, sein Sohn ist manchmal tagelang weg. Geduld ist alles. Außerdem haben wir nichts anderes. Der Hinweis von Westorp kann vielleicht doch mehr bedeuten. Da kommt Kerner. Fahr mal hinterher. Ich denke, wir wollen seinen Sohn. Na, vielleicht fährt er zu ihm, Mensch. So, eine Erstausgabe 1826, Hölderlins Gedichtband. Allerdings nicht billig. 7500. Ich gebe Ihnen einen Scheck. Bitte sehr. Mein Name ist Gregor Kerner. Ich habe Verständnis dafür, wenn Sie bei der Höhe des Betrages bei der Bank nachfragen. Hier ist mein Ausweis. Aber, Herr Kerner, das ist doch nicht notwendig. Aber ich darf mal Ihre Anschrift notieren, ja? Um Sie unserer Kundenkartei beizufügen. Einen Moment. So, bitte sehr. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kerner. Womit kann ich Ihnen dienen? Ich habe mich nur mal umgesehen, danke. Bitte sehr, bitte. Er hat sich ein Buch gekauft, ein schrecklich altes. Für 7.500. Soll ich hinter ihm herfahren? Nein, bleib mal hier, warte mal. Kriminalpolizei Köster. Ja? Sie haben eben ein Buch verkauft, ein sehr teures Buch. Tja, ja, das stimmt, aber wenn Sie glauben, dass daran etwas nicht in Ordnung ist... Das glaube ich ja gar nicht. Ich habe dieses alte Werk sehr, sehr preiswert erstehen können und habe deshalb gleich Bedenken gehabt. Aber ich kenne den Vorbesitzer und habe ihn gleich angerufen, falls es sich eventuell um einen Diebstahl handelt. Aber es ist alles in bester Ordnung. Und Herr Huckner sagte mir, dass er das Buch verschenkt hat. Herr Huckner? Ja, von der Maschinenfabrik Huckner KG. Wann haben Sie das Buch denn gekauft? Heute früh. Von wem? Von einem jungen Mann, dünn, so um die 20, mit einer ledernen Jacke. Und was haben Sie ihm gegeben? Also, Ihre Verdienstspanne interessiert mich nicht. Ich will nur wissen, wie viel es war. Er wollte 800 und wir gaben ihm 1000. 1000 Mark. Dankeschön, die Herren. Wiederschauen. Ach, Herr Kommissar, haben wir irgendetwas zu befürchten? Aber nein. Freuen Sie sich doch über das gute Geschäft. Ja. Ja, das ist richtig. Huckner gehört, soviel ich weiß, zu den Auserwählten, die zu den Musikabenden eingeladen werden. Es sei denn, dass... Ja, was? Kerner pflegt Leute, deren Ruf angekratzt ist, nicht mehr einzuladen. Man sagt, Huckner hat Schwierigkeiten mit der Firma. Na, das wird sich ja feststellen lassen. Vielen Dank, Herr Westover. Entschuldigen Sie, dass ich Sie noch einmal herbemüht habe, ja? Hier geht's raus jetzt. Ja, und wann immer Sie mich brauchen, ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung. Sehr schön. Wiederschauen, Herr Westover. Guten Tag. Guten Tag. Bitte kommen Sie doch weiter. Mein Name ist Köster. Das ist mein Mitarbeiter, Herr Heimann. Was wünschen Sie, meine Herren? Wir fahnden nach dem Mörder des Mannes, der im Hause von Herrn Petzold gefunden wurde. Ja, was habe ich damit zu tun? Ich dachte, Sie könnten uns vielleicht helfen, Herr Huckner. So. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick noch. Aber gerne. Ich ruf sofort bei Kerner an und sage ihm, er soll jetzt nicht kommen. Ja, aber... Bitte. Also, wie kommen Sie darauf, dass ich Ihnen da helfen könnte? Weil Sie ja auch zu den Bestohlenen gehören. Bitte, ich verstehe Sie nicht. Entschuldigung, ich konnte Gregor nicht mehr erreichen, er ist schon unterwegs. Sehen Sie, Herr Petzold wurde bestohlen, während er bei Herrn Kerner zur Kammermusik waren. Sie wurden bestohlen, während Sie bei Herrn Kerner zur Kammermusik waren. Andere wurden auch... Wieso bin ich bestohlen worden? Ach so, Sie reden von dem Buch. Ja. Ja, aber das ist doch ein Quatsch. Ich habe doch den Buchhändler gesagt. Dass alles seine Richtigkeit hat. Ja, das hat er uns gesagt. Ja, was wollen Sie denn noch?
Fragen, wie es kommt, dass der Sohn von Herrn Kerner das Buch dem Buchhändler heute für 1000 Mark verkauft hat und Herr Kerner Senior es für 7500 Mark zurückgekauft hat. So eine merkwürdige Sache, finden Sie nicht? Tut mir leid, ich kann Ihnen das auch nicht erklären. Ich habe dem jungen Kerner das Buch geschenkt. Danke. Ah, Herr Kerner, bringen Sie das Buch zurück? Wie bitte? Ich habe Herrn Köster gerade gesagt, dass ich Arno das Buch geschenkt habe. Ja, Sie wollten nur mal eben einen Buchhändler 6500 Mark verdienen lassen, nicht wahr? Das ist so, wie wenn ich jetzt mein Auto für 1000 Mark an einen Händler verkaufe und kaufe es morgen für 7500 Mark wieder zurück, nicht? Man würde mich zwar für verrückt erklären, aber vielleicht bin ich dann auch in. Geben Sie Herrn Huckner das Buch doch zurück. Wiederschauen, die Herren. Ich verstehe das nicht. Ich schon. Die beobachten mich. Wenn Sie deinen Sohn vernehmen, Sie haben ihn doch im Verdacht, und er gibt zu, das Buch gestohlen zu haben, dann sind Sie auch bei Petzold. Eben. Sieh mal, vor uns brauchst du ja nun wirklich keine Angst zu haben. Vor der Polizei musst du Angst haben. Wir lassen dich laufen, wir rufen die Bullen an. Das ist alles, was wir machen müssten, wenn wir dich fertig machen wollten. Schließlich hast du unseren Kumpel getötet. Wir brauchen die Schlüssel ja nicht. Du musst uns nur sagen, wer freitags immer zu euch zu der feinen Musik kommt. Wir räumen dann aus. Aber im großen Stil. Und du kriegst was ab. Ein Taschengeld. Wir wollen nichts umsonst. Nein, das geht nicht. Vielleicht hat mich die Polizei schon in Verdacht. Wenn jetzt noch sowas kommt, dann haben sie mich. Wieso denn? Während wir das Ding drehen, hockst du mit deiner Braut irgendwo, wo dein wasserdichtes Alibi hast. Das ist sogar von Vorteil für dich. Da sieht es dann so aus, als hättest du nie was mit den Brüchen zu tun gehabt. Vor allem aber hast du keine Wahl. Wenn du uns die Adressen nicht gibst, rufen wir die Polizei. Mord ist nichts Feines, du. Ich verliere jetzt die Geduld. Also packst du jetzt endlich aus! Benno Gutmann. Was heißt hier Benno Gutmann? Sportartikel Gutmann. Na also. Wer noch? Schmidt. Lafontaine. Wer ist das? Mode. Wo? Herzogpark. Na also. Das genügt erstmal. Und damit du siehst, wie nett wir sind, lassen wir dich jetzt laufen. Wenn du uns anschmierst, dann hast du nichts davon. Dann lassen wir dich hochgehen. Nein, nein. Die Namen stimmen schon. Stell dir vor, jetzt beobachtet mich schon die Polizei. Dieser Kommissar Köster war bei Fritz gerade, als ich ihm das Buch brachte. Das war sehr peinlich. Hauptsache ist, dass Arno nichts passiert. Ja, ja, ja. Natürlich. Glaubst du, dass die Polizei Arno nicht sucht, wenn sie mich schon observieren? Ob du nicht mal mit dem Kommissar reden solltest? Was? Ja, worüber soll ich denn mit ihm reden? Vielleicht darüber, dass Arno in Petzold und Huck das Haus war. Womit wollen wir denn unsere Angst motivieren? Mit der Wahrheit? Jedenfalls warst du zu streng zu ihm. Ein 20-Jähriger, 200 Mark Taschengeld im Monat. Du, der angehende Musiker mit Tausendern fördert. Arbeitet Arno? Studiert er? Oder tut er sonst irgendetwas Nützliches? Ja, natürlich, ich hätte ihm gleich so viel Geld geben sollen, wie er für Rauschgift und dieses süchtige Mädchen braucht. Und was würdest du dann sagen, jetzt, wo er in der Klemme sitzt? Du hast es ihm aber auch so leicht gemacht, würdest du sagen. Ja, so einfach ist das. Mit ein bisschen mehr Verständnis jedenfalls mal. Verständnis? Haben wir denn das nicht für ihn aufgebracht? Tag für Tag, Jahr für Jahr? Hast du ihn nicht mit deinem supermütterlichen Verständnis geradezu dahin gebracht, wo er jetzt ist? Ich kann das langsam nicht mehr hören, diese Verdrehung der Realität. Immer sollen wir Eltern schuld sein, wenn die Jugend ihren geraden Weg nicht findet. Entschuldige bitte. Vielleicht sind wir beide schuld. Vielleicht er allein.
Vielleicht niemand, ich weiß es nicht. Bea, du hängst jeden Tag mehr auf der Nadel. Ich brauche es eben. Ich weiß. Warum schimpf nicht mit mir? Du weißt doch selber, wie gut das ist. Ja, ja. Du bist so unruhig, beruhige dich doch. Ist das ein Wunder nach den letzten Tagen? Du denkst nur an dich. Um mich scheinst du überhaupt keine Angst zu haben. Doch, amüsier. Du solltest dir zur Beruhigung einen Schuss geben. Du machst so glücklich. Lass mich doch in Ruhe. Du weißt, wir müssen noch weggehen. Warum? Hier ist doch so schön. Ich brauch doch ein Alibi. Wir müssen gesehen werden, damit kein Verdacht auf mich fällt. Gut, Martin Seef. Kein schwieriges Modell. Außerdem ist allerhand abzuholen. Der Mann wird auf 10 Millionen geschätzt. Hat allerdings seinen Vater im Haus wohnen und zwei Kinder. Und auch ein Hausangestellter ist da. Und Schmidt Lafontaine? Der Modefritze ist zweite Wahl. Der steht auf alten Schmuck. Davon ist einiges da. Bei den Auktionen deckt er sich ganz schön ein. Außerdem hat er eine Edelsteinsammlung. Hat er eine Alarmanlage? Nix. Und lebt allein. Der ist es. Ich weiß nicht, Köster, da steckt doch kein System dahinter. Ich glaube doch. Herr Westorp, Herr Petzold und Herr Huckner wurden bestohlen, als sie bei Kerner zur Kammermusik waren. Heute ist wieder Kammermusik. Ja, ja, und? Glauben Sie, der Junge dreht noch mal so ein Ding, da müsste er bescheuert sein. Und dem Huckner und dem Kerner sind sie ja bedauerlicherweise schon so oft in den Leib gerückt, dass die auch gewarnt sind. Falls sich da etwas abspielen sollte, was wir noch nicht durchschauen können. Warum nehmen Sie eigentlich diesen Arno Kerner nicht einfach fest? Weil wir ihn einfach noch nicht haben. Sie scheinen ja alle mächtig in Form zu sein. Und nun wollen Sie ein halbes Dutzend Villen überwachen lassen. Ich halte das für sehr effizient. Außerdem könnt ihr von der Mordkommission das personell gar nicht verkraften. Die Kollegen vom Einbruch wollen sich ja beteiligen. Ah, da sind Sie ja. Kommt ihr zu spät? Nein, außer einer Zigarre, die mir Herr Millinger gerade verpasst hat, habt ihr nichts versäumt. Köster, Sie begeben sich da in ein Abenteuer, das doch überhaupt keinen Erfolg verspricht. Was sich da zum Beispiel mit diesem antiquarischen Buch abgespielt hat, ist doch völlig konfus. Wenn einer erklärt, nicht bestohlen worden zu sein, dann haben wir auch keinen Grund, dem auf die Füße zu treten. Soweit ich ermitteln konnte, ist die Firma Huckner stark abhängig von der Bank des Herrn Kerner. Da könnte sich doch so eine Art Zwangssolidarität ergeben haben. Eine Zwangssolidarität, so, so. Und was hat das mit dem toten Einbrecher zu tun? Wenn wir die Häuser von den Leuten, die heute bei Kerner sind, nicht überwachen, uns passiert ein Ding. Da kriege ich doch von Ihnen wieder eine Zigarre. Und Sie fragen mich, ob ich gut geschlafen habe. Ach Unsinn, ich habe Sie noch nie gefragt, ob Sie gut geschlafen haben. Das stimmt allerdings. Ich kann jedenfalls 5 Beamte abstellen für die Aktion. Wenn Sie auch ein halbes Dutzend Leute haben, müsste alles klar gehen. Also meinetwegen. Wenn diese Leute, die Sie da im Auge haben, wirklich Profis sind, haben die nicht bloß so einen Schnickschnack geklaut. Die räumen ganze Villen aus, und zwar gründlich. Soviel ich weiß, ist das hier nicht der Fall gewesen. Wir wollen die Aktion ja nicht starten, weil wir wissen, was los ist, sondern um rauszukriegen, was los ist. Bavaria 132 am Objekt Schmidt-Lafontaine. Bitte kommen. Einzelperson in einem PKW am Haus Schmidt-Lafontaine. Bewohner ist weggefahren. Wir bleiben am Objekt. Verstanden. Ende. Was haben Sie uns für heute ausgesucht, Herr Lechler? Ich spiele von Beethoven die Appassionata und von Chopin das Scherzo in B-Moll. Sehr schön, danke schön.
Bavaria 132. Bitte kommen. Ein Kombiwagen mit zwei Verdächtigen ist dazugekommen. Alle drei Personen dringen das Grundstück ein. Verstanden. Wir sind in ein paar Minuten da. Unternehmen Sie nicht so feig eine Faust. Verstanden, Ende. Ich schaue mich hier unten um. Sieh du oben nach. Und Brenner, Hohenfels, sieh sicher vorne. Verpfiffen, hau ab! Halt, stehen bleiben, Polizei! Stehen bleiben! Wehgetan. Was ist? Sind die anderen getürmt? Ach, hinter dem sind wir schon lange her. Na, jetzt haben wir ja. Eben leider eingebrochen worden. Erst haust du den Klagewein kaputt und dann verpfeifst du uns und Rodes wird geschnappt. Wer hätte gedacht, dass du so dämlich bist? Ich habe euch nicht verpfiffen. Das kannst du deiner Großmutter erzählen, wenn sie noch lebt. Ob sie noch lebt? Nein! Na siehst du, dann kannst du sie ja bald erzählen. Schließ ihn an. Schlaf gut. Ich schwöre, ich habe euch nicht verpfiffen. Hilfe! Solange du kannst. Hier hört dich keiner. Und von diesem Arno Kerner natürlich keine Spur. Nein. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass der Sohn eines Bankdirektors mit solchen Ganoven zusammenarbeitet? Ich bin kein Jugendpsychologe. Außerdem glaube ich gar nicht, dass der mit denen zusammenarbeitet. Ach nee, was denn sonst? Möglicherweise nicht freiwillig. Herr Köster, ich glaube, er ist weich. Er will Ihnen was sagen. Darf ich Ihnen eine gute Nacht wünschen, Herr Müllinger? Ja. Na, was willst du uns erzählen? Kann er Zigaretten haben? Du hast ja schon Kaffee gekriegt. Wir sind doch hier keine Kneipe.
Wenn es interessant wird, kriegst du eine ganze Schachtel Zigaretten. Was ist für mich drin? Wenn ich euch sage, wer der Typ ist, der den Klagewein erledigt hat. Ach, das ist doch schwach. Da kannst du ja das ganze Telefonbuch vorbeten. Also, was ist für mich drin? Ich weiß nämlich auch, wo ihr den Typen findet. Also, pack aus. Ich will ins Bett. Na, hast du gut geschlafen? Du siehst nicht gut aus. Es ist ein wunderschöner Morgen. Die frische Luft wird dir gut tun. Wir machen jetzt eine kleine Spazierfahrt. Weil hier können wir dich ja nicht gut verbuddeln, nicht? Ich schwöre, ich hab der Polizei nichts gesagt. Ja, ja, schwör du nur. Macht keinen Ärger. Wir sind viel zu viele. Kann ich die Hände wieder runternehmen? Ich hab nichts in der Tasche. Muss sogar. Wen haben wir denn hier? Sie wollten mich umbringen. Ja, gibt's denn so böse Menschen? Also los, meine Herren, raus. Los, los. Von wem habt ihr überhaupt die Adresse? Herr Roditz war so nett. Ich fürchte, du hast deine Mitarbeiter nicht mehr richtig im Griff. Du gibst also alles zu, sogar den Totschlag. Nur 8.000 Mark und die Scheckkarte und das Scheckheft von Herrn Pelzold willst du nicht gestohlen haben. Nein, habe ich auch nicht. Nur 2.000 habe ich eingesteckt. Das ist aber sehr witzig, weißt du? Der Mann ist tot. Die restlichen 6.000 machen den Kohl auch nicht mehr fit. Wir haben nie viel mitgehen lassen. Wer ist wir? Wer ist wir? Beate. Ach, eine Dame. Eine Dame war auch dabei. Hat die vielleicht die restlichen 6.000 mitgehen lassen? Du hast es gar nicht gemerkt. Nein, ausgeschlossen. Wie oft hast du mit dem Ding da, mit der Pfeffermühle zugeschlagen? Einmal. Und die restlichen Verletzungen, die hat er sich selbst beigebracht? Also, wir haben die Scheckkarte und das Scheckheft bei Roditz gefunden. Er muss also nach dir noch im Haus gewesen sein. Und Klagewein hat nicht nur einen Schlag auf den Kopf bekommen, wie du behauptest, sondern drei. Bist ein Glückspilz, Junge. Was wird mit Bea? Ja, das ist dein einziger Zeuge, die wirst du noch dringend brauchen. Dazu brauche ich aber den vollen Namen. Beate List hat die Aussage ihres Sohnes bestätigt. Er hätte nur einmal zugeschlagen. Das hat auch die Rekonstruktion einwandfrei ergeben. Arno schlug seitlich von rechts zu. Er stand ja rechts neben der Tür. Die nach der Obduktion festgestellten tödlichen Schläge erfolgten aber von vorn. Danach hat ihr Sohn den Einbrecher nicht getötet. Hat's nur nicht gewusst. Ein Ruhmesblatt ist das für ihn allerdings trotzdem nicht. Sie können besuchen. Fährst du mit? Aber selbstverständlich. Bitte würden Sie mich noch einen Augenblick entschuldigen. Huckner? Fritz? Der Kreditausschuss hat endgültig abgelehnt. Trotzdem, du bekommst das Geld. Auf 6 Monate. Ich nehme es auf meine Kappe und hafte dafür. Aber wenn in einem halben Jahr nicht bei dir alles klar ist, du weißt, was das für uns beide bedeutet. Ich danke dir. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Schon gut.